Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu diesem Video und jetzt sprechen wir mal darüber, wie du eigentlich oder welche Steuern du im Dropshipping abführen musst und wie du mit der gesamten Thematik umgehst. Und in einem unserer anderen Videos haben wir uns schon mal angeschaut, welche Rechtsform die passende für dich ist. Da haben wir mal den Kleinunternehmer und den Einzelunternehmer gegeneinander gestellt und haben uns mal angeschaut, welcher von beiden macht eigentlich Sinn, wenn du mit Dropshipping, mit E-Commerce starten willst. Deswegen, wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann klick mal in die Infobox, da haben wir dir das Ganze verlinkt und dann kannst du das nochmal vorher reinziehen. Jetzt sprechen wir aber mal darüber, welche Steuern musst du eigentlich grundsätzlich im Dropshipping abführen. Und da sieht man ja oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber ich möchte es möglichst einfach halten und dir jetzt schon mal sagen, es ist nicht wirklich kompliziert. Aber auch kurzer Disclaimer an dieser Stelle, ich bin natürlich kein Steuerberater, Rechtsanwalt oder sonstiges. Und das, was ich dir hier sage, sind eigentlich nur meine eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe und die ich hier einfach kostenlos gerne mit dir teilen möchte. Damit ich das ein bisschen besser rüberbringen kann, switchen wir mal so ein bisschen auf mein iPad und ich zeichne dir einfach nochmal so ein bisschen was. Und wir gehen mal davon aus, dass du einen Online-Shop hast und du hast eine Rechtsform oder du hast eine Form, die nennt sich Einzelunternehmen. Das heißt, du hast ein Einzelunternehmen angemeldet und du willst jetzt mit Dropshipping starten. Und jetzt ist die Frage, okay, wenn ich mit Dropshipping starte oder mit E-Commerce starte, was kommen denn überhaupt so an Steuern und Kosten, ja, also auf Steuerebene eigentlich auf mich zu? Und ein ganz, ganz großer Aspekt ist immer das Thema Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. So, das ist immer das ist so ein langes Wort, das passt hier gar nicht hin. Aber das sind immer die beiden Themen, die die meisten beschäftigen. Okay, wie mache ich das mit dem Zoll und wie mache ich das mit der Einfuhrumsatzsteuer? Und an dieser Stelle mache ich jetzt mal einen Knick und sage, ihr könnt das Wort Zoll und Einfuhrumsatzsteuer könnt ihr in eurem Wortschatz, wenn ihr Dropshipping macht, komplett streichen, weil es existiert nicht. Ja? Warum existiert das nicht? Und zwar gibt es das sogenannte IOSS-Verfahren. An diesem IOSS-Verfahren können nur Leute teilnehmen, die eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer haben, das heißt, die internationales Geschäft tätigen, bedeutet im Umkehrschluss mindestens ein Einzelunternehmen angemeldet haben. Ich möchte jetzt nicht bis ins Detail über das IOSS-Verfahren sprechen, aber vereinfacht gesagt bedeutet es, du kannst Pakete aus einem Drittland wie China bis 150 Euro Warenwert pro Paket, ja, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer frei in die Bundesrepublik Deutschland bringen, beziehungsweise sogar nach ganz Europa. Das ist das extrem große Privileg, welches mindestens ein Einzelunternehmer, GmbHs sowieso, in Deutschland haben. Wenn du jetzt beispielsweise Privatperson bist, das heißt, du bist jetzt jemand, der jetzt auf AliExpress privat etwas bestellt, dann wirst du im Checkout sehen, dass du plötzlich Zollgebühren und Einfuhrumsatzsteuer bezahlen musst. Das ist nur ein kleiner Betrag, aber natürlich mit der Zeit läppert sich das. Und dieses Privileg nutzen wir, weil wir das IOSS-Verfahren nutzen. Und mit dem IOSS-Verfahren haben wir eben genau diese Möglichkeit, eben das nicht zu haben. So, das heißt, das jetzt schon mal ganz am Anfang, also wir haben keinen Zoll und wir haben keine Einfuhrumsatzsteuer. Na, wenn das nicht cool ist, oder? So, jetzt gehen wir mal zurück in einen Online-Shop und wir verkaufen jetzt Produkte. So, jetzt haben wir einen Verkaufspreis. Wir machen jetzt mal eine andere Summe, um das einfacher zu rechnen, von 119 Euro. 119 Euro ist jetzt dein Verkaufspreis. So, jetzt haben wir von diesen 119 Euro, oder haben wir, ne, das ist jetzt so quasi dein Umsatz, und wir haben einen Einkaufspreis von 50 Euro. Und wir haben dann auch noch bei Facebook ein bisschen Werbung ausgegeben. Das heißt, wir haben Werbung gemacht für 20 Euro. So, das ist jetzt, jetzt machen wir hier auch ein Eurozeichen. So, das ist jetzt mal die Rechnung. Und jetzt die Frage, was muss ich jetzt wie eigentlich hier versteuern? So, das Einzige, was du eigentlich versteuern musst, ist tatsächlich dein Verkaufspreis. Warum? Weil hier fallen natürlich die klassischen 19% Umsatzsteuer drauf an. Das sind von 119 Euro sind das 100 Euro, 19 Euro, Entschuldigung. Das heißt, das ist, um das jetzt mal ganz gerade zu sagen, das ist die einzige Steuer, die du abführen musst. Weil du hast Verkaufspreis 119 Euro, darauf die 19% Umsatzsteuer sind 19 Euro, die da übrig bleiben. Dann haben wir den Einkaufspreis mit 50 Euro, aber wie wir gerade gelernt haben, nutzen wir das IOSS-Verfahren und wir gehen jetzt davon aus, dass wir das Produkt in China eingekauft haben für 50 Euro. Und da wir unter diesen 150 Euro liegen, machen wir Gebrauch von dem IOSS-Verfahren und müssen keinen Zoll und keine Einfuhrumsatzsteuer abführen. Somit sind wir da fein raus aus dem Schneider.
Jetzt schalten wir Werbung bei Facebook. Facebook hat den Sitz in Dublin. Wir sind allerdings ja Einzelunternehmer und haben eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Was bedeutet, hier nehmen wir am Reverse-Charge-Verfahren teil. Das bedeutet, hier fallen auch keine zusätzlichen Gebühren oder Steuern an. Und beim Einkaufspreis, haben wir gerade gelernt, haben wir das IOSS. So, jetzt rechnen wir das mal runter. Was bleibt am Ende des Tages übrig? So, jetzt haben wir 119 Euro. Das ziehen wir jetzt die minus 19 Euro ab. Das ist der einzige Wert. Das heißt, es bleiben, ich schreibe es mal hier runter, 100 Euro. 100 minus 50 sind 50, minus 20 sind 30 Euro. Das ist jetzt mal rein, ne, obligatorisch betrachtet, dein derzeitiger Gewinn. Was passiert jetzt mit diesem Gewinn? Von diesem Gewinn wird jetzt dann auch nochmal geschaut, okay, was hast du denn so selbst noch so an Kosten? Das heißt, hast du irgendwie die Büromiete, die du zahlen musst, oder hast du irgendwelche Software? Das heißt, hiervon werden dann, ne, natürlich, wir gehen jetzt nicht von einem Verkauf aus, aber sagen wir mal, du machst mehrere tausende Euros Umsatz, da wird dann natürlich noch immer deine Kosten runtergerechnet. Hast du irgendwo Bürokosten, Softwarekosten, Transaktionsgebühren, alles, was so überbleibt, und der Gewinn wird am Ende dann nochmal bei einem Einzelunternehmer mit deiner Einkommenssteuer versteuert. Einkommenssteuer plus Gewerbesteuer versteuert. So, diese Steuern fallen allerdings nur auf den Gewinn an. Und das sind tatsächlich auch schon alle Steuern, die du abführen musst. Wie du also hier siehst, ist es wirklich nicht kompliziert, was du machen musst. Weil was nutzt du denn eigentlich für Vorteile, was der Grund ist, warum du ein relativ einfaches Spiel spielen kannst und du das Piano der Steuern einfach spielen kannst, ist nämlich, dass du einmal, du hast das Reverse-Charge-Verfahren, was dir das Leben erschwinglich vereinfacht, und du hast das IOSS-Verfahren, was dir dein Leben bezüglich Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer erheblich vereinfacht. Bedeutet, im Umkehrschluss, selbst wenn du Verlust machen würdest, gehen wir mal davon aus, du machst jetzt Verlust, musst du nur die 19% Umsatzsteuer auf deinen Verkaufspreis versteuern. Weil wenn du ja Verlust machst, hast du ja kein Einkommen. Wenn du kein Einkommen hast, hast du keine Einkommensteuer und keine Gewerbesteuer. Wenn du jetzt 30 Euro Gewinn machst, dann fällt darauf noch dein persönlicher Einkommensteuersatz drauf ab und deine Gewerbesteuer, die natürlich je nach Stadt und Bundesland immer noch mal ein bisschen variieren kann. Und das ist am Ende des Tages auch schon alles. Und so einfach kann das Spiel mit den Steuern sein. Und wenn du jetzt gerade in der Situation bist, wo du denkst, okay, Mann, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, gemeinsam mit uns dein E-Commerce-Business aufzubauen, weil wir können nicht nur E-Commerce, wir können auch noch das Spiel des Steuerspiels mit dir spielen und dir da dann natürlich genau sagen, wo musst du was machen. Wir haben Experten bei uns im Team, die dich da natürlich bestens unterstützen können und beraten können, sodass dir keine Fehler bei der ganzen Thematik unterlaufen.